Wir sind schon im 99. Part von diesem Let's Play Minecraft. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Willkommen zurück. So, das Let's Play, ja, wie soll man sagen, ne? Es ist jetzt wirklich schon, es geht auf die 100 zu. Der nächste Part ist schon Nummer 100. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir das hier würdevoll zu einem Ende bringen, das Let's Play. Auch wenn ja Minecraft das Spiel ist, oh Eisen, was man ja nicht durchspielen kann. Aber naja, so, es könnte aber dann sein, dass ich... Es ist komisch dunkel hier wegen dem Gamma. Es kann sein, dass in den nächsten Parts, bevor er wirklich hier so was wie der Wither oder so, ne, bevor das wirklich hier losgeht, dass jetzt nochmal kurz eine kleinere Upload-Pause ist. Was heißt Pause? Also die werden wieder unregelmäßiger kommen, da wir noch ein bisschen im Creative-Modus bauen wollen. Bis zur Zeit finden wir irgendwie alle kaum, also halt die Jungs und so finden halt kaum Zeit, auch mal einfach so auf den Server zu kommen, hier auf der Wii U ein bisschen zu bauen und sowas alles. Aber ich würde ja euch schon an sich, eine ganz fertige Welt werde ich euch nicht präsentieren können. Aber schon eine dicke, große Welt. Da lege ich schon Wert drauf. So, also. Komm schon, hoffentlich kriege ich ganz viele Diamanten. Zack. Okay, weil wegen meiner geilen Axt, ne? Wegen meiner Effizienz-Axt. So. Oh, war wieder bloß einer oder was? Oh, es sind aber viele. Alter, sind aber viele Diamantenblöcke, ey. Habe ich Glück gehabt? Wie viel hatte ich bekommen? Mal gucken. 8 Stück. Okay. Das waren aber, wie viele Blöcke waren das? Waren das 4 Blöcke? Alles voller Lava hier, ey. Würde mich nicht wundern, wenn das irgendwie mit der Mine verbunden ist. Gut, okay, ich will jetzt aber irgendwie erstmal mich wieder hochbauen. Da muss ich wieder hin. Oh Gott, ey. Na gut, vielleicht baue ich hier echt noch irgendwie ein paar Brücken oder sowas. Oh, was sind hier? Da oben ist ein Creeper, Mann. Oh, wie er guckt, ey. Gucken, ein bisschen höher zielen, weil der Pfeil wird ein bisschen Verzug haben. Alter, voll getroffen. So, schön Feuerpfeil. Ich freue mich über die Bücher, die wir gefunden haben hier. Feuerschutzbuch und so weiter, alles. Feuerfest. Geil. Wieder hochbauen. Das Skelett habe ich abgeschossen. Dann müssen wir wieder neu spawnen. Was soll's. So, hier bin ich wieder. Ich bin wieder da. Feuer. So. Ob hier noch mehr Diamanten sind? Ne, ich sehe aber eigentlich nur Smaragde. Ich müsste mal irgendwie auf die andere Seite, um wirklich mal zu gucken. Okay. Ja, dann hier wieder hoch. Okay, gut. Wieder in Sicherheit. Nun gut, machen wir weiter mit unserer kleinen Erkundungstour. Ich will aber halt... Ich gehe mal weiter in Richtung... Hey, ist der Knast? In Richtung... Mann, es ist echt blöd, dass ich mir jetzt nicht alle gemerkt habe, wo ich hier schon überall war und so. Das tut mir leid. Aber eine Bibliothek haben wir. Wir haben so einen Knast und so. Wir haben überall Brunnen. Hoppala. Schöne, schicke Brunnen. Hier war dieser lange Gang, der zu einer Sackgasse führt. Genau. Hups. Hier ist die Bibliothek. Oh mein Gott. Schade. Da waren wir schon drin. Haben einen geilen Kompass gekriegt. Cool. Sonst war hier nichts mehr. Doch. Hier die Truhe hatte ich, ne? Ja, genau, die Truhe hatte ich. Mann, da denkt man, hat hier schon so viel gesehen, aber dann irgendwie ist ja doch ja nichts los. Hier ist gar nichts los. So, Knast. Hier waren die 4 Gänge, die einfach nur Sackgassen waren. Genau, habe ich ja auch schon alle geguckt. Hier spawnt doch gerade nichts. Sehr gut. Jetzt oben irgendwo lang. Nö. Einfach nur der lange Knastgang. Jetzt ohne weiter. Nö, ich würde sagen, wir haben hier alles entdeckt. Krass, tatsächlich. Ich gehe mal nochmal raus und versuche mal nochmal irgendwie auf einer anderen Seite oder sowas. Warte mal, wenn ich hier lang gehe, kann ich rausgucken, ne, zu der Wand. Oder war das hier einfach nur dicht? Nein, hier war einfach nur dicht. Ja, okay. Hier irgendwas drin versteckt. Hier irgendwie, geht's hier irgendwo lang? Nein, Mann, die Wand bleibt steinig. Da gibt's nichts. Okay, rennen. Jung. So, hier war ja auch nichts weiter. Ne? Wo ist eine Truhe? Alles zu sonst. So, war das Sit hier? Hier kommt nur Sand runter. Aber auch keine richtige Wand, die weiterführt. Oh, nix. Nix. Genau, hier wollte ich mal hin. Um mal ein bisschen zu gucken. Hier Brücke bauen und so weiter. Hopp, Brücke bauen. Warte, noch vor so ein Gang. Vielleicht geht's ja da lang. So, nein, nicht so. Mensch, warum baut denn immer so scheiße falsch hier alles? Ich muss halt einfach auf das Kreuz achten. Okay. Hier geht's einfach nur ins Todestal. Naja, schön, aber das ist hier, wenn ich hier die Mauern mal aufbaue, aufruppe. Was ist denn hier?
Hier ist irgendwo hin. Hier ist irgendwie. So, schön, dass hier. Oh! Hupsi! Verdammt! Jetzt habe ich hier ein bisschen zu viel gebaut. Das gibt's doch gar nicht. Das sieht ja jetzt voll unschön aus hier. Das geht so nicht. Nochmal neu rein, dann wieder heile machen. Zack, zack, zack. Zack. Oh, was? Oh. Hat er gar keinen mehr. So, dann halt den hier. So. Und wo ist das? Hier ist es. Zack. Ja, ich glaube aber, hier gibt's echt nichts mehr. Na denn, hauen wir doch mal ab. Hauen wir doch mal ab. Nee, halt, ich wollte noch mal ganz kurz. Genau, weil irgendwie traue ich dem Braten noch nicht ganz. Hier irgendwas. Da geht's ja auch noch lang. Ne, genau, warte mal, war ich da überhaupt schon? Da geht's ja auch noch irgendwo lang. Steine, hab noch ganz wenig, aber ist ja egal. War ich da schon? Ich meine, die Tür ist offen. Ich glaube, da war ich schon. Obwohl, gibt ja auch Türen, die einfach so offen sind. Ich schau mal. Oh, nee, hier geht's ja auch noch weiter. Alter, da sind noch mehr Gänge. Habt ihr das gesehen? Da sind noch mehr Gänge und ich glaube, da war ich noch nicht. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass der Creeper hier nicht die schöne Festung zerstört. So. Na, wo ist er denn? Wo ist denn der olle Creeper? Der war doch hier gerade um die Ecke. So, tschüss. Okay. Alles klar. Da geht's ja noch mal eine richtige Treppe runter. Leute, ist noch lange nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, Alter. Hier geht's noch runter und hier geht's noch den Gang lang. Okay, vielleicht ist hier einfach eine Sackgasse. Nee, ist auch noch eine Tür. Noch eine Truhe. Tatsächlich, Alter. Jetzt, hier ist immer noch mehr zu entdecken. Gut. Gut, gut. Oh, noch eine Bücherei. Lex mir ja am Arsch, Alter. Ich habe 2 Büchereien in der Festung. Okay, ist vielleicht nichts Besonderes, aber egal. So. Oh. Okay, die ist aber jetzt nicht richtig gespawnt. Was ist das denn? Jetzt komme ich der Kronleuchter voll halb irgendwie drinne. Okay, die ist jetzt nicht richtig gespawnt. Aber hier habe ich auch eine Truhe. Oh. Eine Karte. Was soll ich denn mit einer Karte? Ist das eine volle? Geil. Jetzt habe ich 2 Karten. Okay. Ja, das ist ja hier dumm. Jetzt komisch reingehauen, heißt jetzt da oben ist keine Truhe mehr. Oder ist überhaupt der Weg nach oben irgendwo gegeben? Oh ne, ist ja. Ich glaube, das ist jetzt so blöd gespawnt, dass ich da gar nicht hochkomme. Da muss ich mich irgendwie hochbauen. Okay, wartet. Krieg ich aber auch hin. Ich baue mir einfach wieder eine wunderschöne Wendeltreppe. Hier, aus so einem Stein. Zack. Ui. Zack. Ja, okay, das war jetzt richtig dumm. So. Erstmal hier auf den Schrank ruf. Ist hier überhaupt noch irgendwas? Vielleicht kann ich mir das Ganze auch sparen. Achso, hier ist noch eine Truhe. Ah, nee, da haben wir gerade geguckt. Was zur Hölle? Da oben ist echt noch eine Truhe. Okay, hüpsala. Dann mach ich jetzt kurz hier. Hups. Mach mal kaputt mit der Keule hier. Mach doch mal mit der Keule hier im Arsch. Hey, knacks, knacks, knacks. So. Okay, komm zu Papa. Ach, nur wieder Klopapier gefunden. Mann, warum ist hier so viel Klopapier? Und warum ist das hier so komisch scheiße? Was ist denn das? Nö, das ist einfach denn so gespawnt. Ist nicht irgendwie was verbuddelt oder so. Einfach so in random hier so rein gespawnt. Na, okay. Okay. Hups. So, hups. Von Buchhandlung zu Buchhandlung hier jumpen. So, da kann man ja eigentlich. Würde ich am liebsten alles auch abbauen, aber am liebsten würde ich auch alles einfach so stehen lassen, weil halt so. Ist halt so cool, sowas hier einfach zu finden. So, dann habe ich jetzt aber nur noch. Ne, von da komme ich. Jetzt habe ich jetzt bloß noch als einzigen Alternativweg hier runter. Bin ich jetzt da im Schneegebiet? Nee, aber nah dran. Wie gesagt, ich habe ja die Vermutung gehabt, dass das Auge immer zu so einem. Hauptsache, die führen zu irgendwelchen Wendeltreppen oder sowas. So. Gibt es hier noch weitere, viele sich offenbarende Gänge? Das wäre sehr, sehr cool. Aber man. Nö. Okay. Nö. Gibt's nicht. Alles klar. Dann würde ich jetzt aber sagen, ich gucke nochmal ganz kurz nach, ob da nicht doch noch irgendwie noch was irgendwo weitergeht. Oh. Oh. Also, oh, da ist denn. Achso. Okay, nee, das wollen wir natürlich nicht. Ich würde zu Eisen hin. Supi. Da unten ist. Alter, da unten ist Labus Lazuli und Smaragde. Da müsste ich eigentlich nochmal hingehen. Da ist noch mehr Smaragde. Da müsste ich ja eigentlich nochmal hin. Okay, kann ich irgendwie ins Wasser fallen oder sterbe ich denn? Wow, die Spinne. Sie kommt, Alter. Sie will unbedingt zu mir. Scheiß Spinne, Mann. Schafft. Schafft. So. Autsch. Ja, du bist auch noch da. Schlitz. So, wo sind wir denn hier noch? Okay, ist überall Licht, also Lava. Smaragde. Und Lapus Lazuli. Klingelingeling. Boah, das ist immer so viel, ey. Warum kriegt ihr davon immer so viel? Schafft. Alles Schleim.
So, hier ist auch gerade ja nicht so viel Lava. Das gefällt mir. So, trotzdem aufpassen. Von Kien hier reingerammt werden irgendwie. Oh, schöne Kristalle. Schöne Crystals. Und Eisen. So, ist halt auch kein Bock, dass hier irgendwie Lava irgendwie aufgeht oder so. Irgendwann. Nö, aber alles gut. Alles gut. Hier haben wir, oh, noch mehr Diamanten. Zack. Oh, geil. Noch eine kleine Ader. Alter, geil. Geil. Oh, noch einmal. Ey, jetzt habe ich aber echt genug Diamanten. Geil, eine wahre Fundgrube, Leute. Eine wahre Fundgrube. Zack, so ein bisschen Licht hier machen. Oh, da ist noch Gold. Gold will ich auch haben. Ja. So, nochmal in den Boden rein. Ja. So, jetzt ist ja aber... Ist Schluss mit Gold? Ja. Schluss mit Golden. Okay, was ist denn das hier? Nee, da war ich aber... War das da, wo ich lang gefallen bin und sowas? Also, wo ich lang gegangen bin? Dann ist ja gut. Jetzt bin ich aber also genau richtig unterhalb der Festung, wo gar nicht so viel Lava irgendwie ist oder sowas. Wie viel Redstone das auch immer bringt. Die Axt ist echt der Hammer. Und die. Okay, sie kommt jetzt aber langsam schon in den gelben Bereich. Das ist ja vielleicht nicht so geil. So, wo ich jetzt hier? Ja, ich Pflasterstein. Alter, so viel Kram wieder. Geil, Mann. So, komm. Na, bau dich mal hier irgendwo an. Na, witzig. Okay, machen wir halt so. So, ist die Lichtquelle natürlich weg. Zack. Okay, gucken wir uns mal hier oben. Von da oben ist ja alles klar. Ist hier noch irgendwie... Hier unten ist zum Beispiel noch ein bisschen Festung. Heißt das aber auch, hier ist richtig Festung? Oder sind bloß wieder vereinzelte Blöcke und das hat eigentlich gar keinen Sinn hier und da gibt alles gar keinen Sinn? Könnte natürlich auch sein. So, kling, klong, kling, kling. So, aber Leute, ich glaube, ich sage einfach mal, wir sind jetzt hier fertig mit der Festung, mit dem Erkundungstrip an der Festung. Das dürfte hier alles... Alter, wusste ich es doch, Alter. Das dürfte hier alles gewesen sein. War überall gucken, war überall sehr doppelt und dreifach gucken. Hier gibt es aber nichts mehr. Außer jetzt hier offenbart sich noch irgendwie ein unfertiger Raum, der aber vielleicht trotzdem eine Kiste irgendwie hat oder sowas. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Upsala. Nö. Nee, okay. Kein Raum, nischt. Ist einfach nur so ein dummer Raum, der leider nicht fertig gespawnt wurde. Ja, okay. Dann hier mal schnell. Zack, 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 zack. Zack, Treppe gebaut. Hey, hier war ich anscheinend auch schon. Doch, hier war ich doch schon. Hier ist ja schon so eine Treppe. Okay, gut. Habe ich die ganzen Diamanten aber nicht mitgenommen gehabt, oder wie? Nun gut, nun gut. Hier habe ich noch eine Tür. Ist ja eine kleine Wendeltreppe. Alles klar. Stimmt, hier waren wir schon. Sehr schön. Na dann raus hier. Wieder raus, raus, raus. Ach, ey. Aber eine geile Festung habe ich hier, ey. Schön. Gefällt mir. Hat mir Spaß gemacht, die zu entdecken und zu erkunden. Aber jetzt heißt es erstmal wieder raus hier, den verlassen und mich vorbereiten auf Sobat hier und alles und so. Und ja, auf den Wither. Ich werde mir jetzt erstmal eine fette Diamantrüstung bauen und gucken, wie ich die verzauber. Ich würde es halt gerne ausprobieren, weil Feuerschutz 3, das ist, ich sag einfach mal, das ist cool. Ne, sag einfach mal. So, wuff macht der Hund, wuff. So, bleibt der Hund jetzt für immer hier und überlegt einfach mal, was mache ich jetzt hier eigentlich? So, kann erstmal alles wieder... weg. Wartet mal. Hier habe ich noch was für Eisen. Eisenerz. Gut. Brutzel mal. Warte mal, ich guck mal kurz. Ich muss mir nämlich noch was bauen, nämlich wenn ich den Enderdrachen herausfordere, ganz zum Schluss, dann kriegt man ja das Ei des Enderdrachen. Und das kann man aber nicht abbauen. Ja, und das kann man irgendwie nur kaputt machen oder so. Das wäre ja blöd. Aber ich will es ja als Trophäe haben. Und da habe ich mich auch schon schlau gemacht. Und das geht mit so einen Schiebedingern. Mit so einem, ach, wie heißen die jetzt hier, mit so einem Sockeln halt, die dann per Schalter so eine Dinger ausfahren, so eine Bretter. Aber hier so ein Teil hier. Ein Kolben, genau. Mit so einem Kolben kann ich nämlich einfach das Ei dann schieben. Und dann wird es halt so gesehen abgebaut. Und das muss ich haben, unbedingt. So, habe ich dafür alles schon? Also ich habe Eisen noch nicht. Warte, jetzt habe ich aber Eisen. Dann brauche ich Holz. Redstone habe ich. So, warte mal. Habe ich jetzt alles hier? Dup. So, okay, gut. Also, ein so einen Kolben bauen. Gut, den muss ich gleich mitnehmen noch in meine richtige Festung. Mein richtiges Zuhause. So, nimm das mal mit. Nimm die Dinger mal alle mit. Nimm mal das Papier mit. Nimm die Bücher mal mit. Die auf jeden Fall auch mitnehmen. Ein paar Sachen können ja hier bleiben. An sich, ne? Weil da habe ich jetzt eh nicht mehr so viel Verwendung für. So, das kommt mal mit. Der kommt bald. Oh, der ist cool. Der kommt mit. So, Redstone. Alles mitnehmen. Die Leitern, ach nee, die kann ja nicht hier bleiben. Das kann hier bleiben. Also ein Kram, was denn, den braucht man eigentlich gar nicht. Aber warum nicht noch eine Karte hier haben für den Notfall?
Ist doch cool, das Gold kommt auf jeden Fall mit. Das Gold habe ich gesagt, nicht die olle Eisenrüstung. Die kann ich auch hier behalten, falls irgendwas schief läuft. Ja, dann einfach mal die Hälfte der Pfeile können hier bleiben. Also falls ich habe ja jetzt wie Bögen und so. So, die kommen mit, die ganzen Fäden. Oh, die ganzen Knochen, ey, die will ich aber auch mit haben. Dafür können die wenigen hier bleiben. So, ich glaube, das ist ganz gut. So, ist hier inzwischen fertig. Das ganze Eisen muss auch alles mitkommen. Ich bin inzwischen Level 44. Oh, Labus Lazuli habe ich. Ich habe alles da, alles cool, Mann. Jo, Gold und... Ach, ein Schleimball ist das ja auch noch. Gut, Alter, noch 8 Diamanten. Geil. Nee, was? Wie viel sind das? Was, das sind 23 Diamanten? Habe ich 23 Diamanten gekriegt? Ich hab gar nicht nachgeguckt. Also ich hatte 8 und dann aus der zweiten Quelle, die ich da noch gefunden habe, habe ich erstmal, Alter, noch 15 Diamanten rausgekriegt. Das ist ja übel. Ja, finde ich geil. Jetzt habe ich auf jeden Fall hier noch. So, dann bin ich eigentlich gut gewappnet. Ich habe bloß echt Schiss, weil wenn man dann stirbt, dann ist die ganze Rüssio wieder weg und so weiter. Wisst ihr, obwohl, nee, ich glaube, die droppt erstmal. Die nimmt ja erstmal ein bisschen Schaden. So, habe ich jetzt hier alles. So, ich warte auch ein bisschen, dass hier alles hier fertig brutzelt. So, das Eisen will ich natürlich mitnehmen. Gold mache ich dann bei mir. Ach komm, dann mache ich bei mir zu Hause. So. Hundi, du bleibst hier. Warum? Na, einfach so. Schön, Leute. Wir wissen Bescheid, wo die Enderfestung ist, denn sie ist genau hier. Habe ich jetzt dieses Ding groß genug gebaut, dass man auf der Karte sehen kann? Nee, wa? Na gut. Jetzt nur sicher nach Hause. In finsterer Nacht mit Creeper. Uiuiuiui. Na gut, hups, hups. Ich nehme einfach den Weg durch den Canyon. Hups. Oh yeah. Bam, bam. Dips. So, hier wollte ich lang. Ja, geil. So, dann kann ich hier im Notfall... Hier sollte nichts passieren. Jetzt alles ausgeleuchtet. Wenn hier was passieren würde, dann würde ich so ausrasten. Oh, das Mewtwo. Wunderschön, wie es guckt. Ja, okay, der muss ich halt mal schnell. Ups. So. Und dann zack. So. Alles klar, schnell ein bisschen geschummelt hier. Ich will doch nur nach Hause und was essen. So, okay. Achso, es wird ja schon wieder Tag. Es war Nacht. Schafft. Oh, was war das da oben? Eine Spinne. Na, guck mal einer an. Wie sie da hochklettern, wie sie die Wand hochklettern kann, ist ja erstaunlich. So, tschüss. Hups. Oh, ist ja noch eine. Schaf. So. Umgebracht. Okay, Leute. Also, wie gesagt, wenn der Part heute vorbei ist, dann kannst du eventuell wieder ein bisschen unregelmäßiger werden. Denn, das wäre dann der 100. Part. Und ich glaube, der 100. Part soll dann schon dieser krasse Part sein, wo ich im Creative-Modus rumfliege und zeige, wie die Welt sich gemacht hat, was wir alles so gebaut haben. Ja, aber ich weiß halt nicht mehr, wann wir zum Bauen kommen. Also ich baue ab und zu mal alleine, bloß natürlich baue ich nicht an den Häusern von den anderen Jungs weiter. Ja, und dann an sich steht bloß noch auf dem Plan, ich lasse mich natürlich gerne überraschen und so, aber steht bloß noch auf dem Plan, den Wither platt machen, denn so ein schönes Signal davon bauen, wenn wir den Netherstern kassieren. Ja, und dann den Enderdrachen mit voll ausgepackter Rüssi und sowas, der wird ja dann hoffentlich ein Kinderspiel. Und den dann noch platt machen. Und dann ist das Let's Play vorbei. Aber ich habe dann auch, also ich weiß nicht, was ihr denkt. Ihr könnt ja schon mal jetzt schon mal schreiben, was ihr davon haltet, dass das Let's Play an sich ja beendet werden soll. Ich habe ja schon ein paar Mal gelesen von wegen, wieso hörst du bei 100 auf und sowas alles, was soll das? Ja, ich kann es nochmal erzählen, es soll kein Minecraft, kann man endlos spielen, aber das soll es nicht sein. Ich habe mich einfach nur sehr gefreut, dass es auf der Wii U rauskam. Hatte instant sofort wieder Bock auf Minecraft und wollte einfach wieder zocken mit den anderen Jungs. Die hatten das dann auch alle und dann haben wir einfach wieder losgelegt, mal so ein bisschen. Alter, habe ich Fehler, wo ist Lazuli? Das ist ja übel. So, ich habe ja hier auch alles irgendwie... Ich habe ja alles so richtig doof hingebaut, oder? Kann das sein? Ich war wieder ein bisschen doof. So, den Kolben brauche ich für später. Für das Ei, wenn ich damit aufmache. So, jetzt habe ich hier erstmal richtig viele Diamanten. So, da wird sich eine Rüssi draus gebaut. Sehr gut. So, dann habe ich hier meine Waffendings. Da kommen erstmal... Da kommt der Kompass rein. Alter, ich habe eine Diamantpferderüstung, ey. 2 Stück. Nicht entschieden, Leute. Die habe ich alle gefunden, ne? Das ist ja eh nur so ein Scheiß, genau. Effizienz und so weiter, alles. Ja, ist doof. Braucht man nicht wirklich. Da, da, bam. Jetzt halt wieder Kisten sortieren. So, halt erstmal auch hier alles hier. Das Gold da rein. Das Eisen da rein. So, hier habe ich hier meine ganzen Wertmaterialien. Ich habe so viel Gold ausgegeben für die ollen Äpfel. Die will ich aber auch ausprobieren. Da, da, bam. So.
So, ja, und ansonsten habe ich hier so ein bisschen die... Halt, war ich hier ein bisschen die Enemy-Drop-Kiste. Die ist hier so halt. Ja, hier kommt der Schießpulver hin, dann kommt das hier hin. Und die ganzen Fäden. Was eigentlich mit so vielen Fäden? Da hat eigentlich noch nie wirklich was gemacht. Egal. Dumm, dumm, dumm. So, okay, halt Eisen. Eisen kommt auch wieder zurück ins Lager. Da habe ich hier noch sau viel Papier. Wo hat der denn? Ach, da liegt auch Papier schon drin. Wo haben wir denn Papier gelagert? Das weiß ich doch nicht mehr. Also hier haben wir Wolle. Die Kiste wird bestimmt auch irgendwann übelst voll sein. Na, bestimmt nicht. So. Hier. Ach, ich habe ja sogar schon so einen haftender Kolben. Habe ich ja sogar schon. Und Spender. Schon halt ja aus dem Wald-Dungeon da rausgenommen. Der kleine Wald-Dungeon. So, ich lege das einfach mal alles hier hin. So. So, dann habe ich jetzt hier eine Buchkiste. Ach, ich mache das halt unordentlich, weil, naja, ihr wisst ja, das Display ist eh bald vorbei. Ich lege mal vielleicht offscreen ordne ich die doch nochmal. Wo ich jetzt nicht wüsste, wieso. Ich habe bald kein Fleisch mehr, aber ich bin gut klar gekommen mit dem Essen. Gut, eine Diamant-Rüssi kommt sofort. Die wird auch noch nicht angezogen, die muss ich erstmal ganz doll in Ehren halten. Diamanthelm, zack. Diamantrüstung, Brustplatte, zack. So, Diamanthose, zack. Und dann noch Diamantstiefel, zack. So. So, ich weiß halt nicht, ich glaube, ich warte auch erstmal ab, bis ich hier von wem ich meinte, jetzt cool, jetzt die Rüssi verzaubern mit, ja, halt mit Feuerschutz. Aber ich gucke erstmal nach, ob das wirklich überhaupt so sinnvoll wäre oder ob es bessere Feuerbücher gibt. Ob man jemanden besser zaubern kann. Jetzt habe ich noch so viele Diamanten, Alter. Ist das geil. So, ich mach mal hier. Ich glaube, ich mach mal hier raus die Adventure-Truhe. Genau, wartet mal. Also die noch übrig Let's Play-Truhe. Mache ich mal hier draus, ja? Wartet mal. Habe ich mich noch einiges rüber zu transferieren. So, hier habe ich ja die Diamanten. So, für Adventure-Let's Play brauche ich noch das. Und den Kolben da. So, das eventuell zu mitnehmen. So, das brauche ich. Ich brauche auch ein bisschen Obsidian. Später für den Nether-Stern. Für das Signalfeuer brauche ich das. So, also alles da rein. Alles, was man nicht vergisst von wegen, ach, man hatte ja noch was vor, ne? Gut. Sehr, sehr gut. Oh Mann, ey. Ich hab so einen Schuss, Leute. Ich hab so einen Schuss. So, Adventure-Ruhe, alles klar. Alles wunderbar. Gut. Freunde, aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Die nächsten Parts lassen eventuell auf sich warten. Und, aber dann der 100. Part, der dann bald kommt, ist dann halt so ein fetter... Wir besuchen unsere Welt-Part, wo wir alles angucken. Das wird bestimmt ein Überlänge-Part, aber hey, dafür ist es ja da. Mal gucken, was bis dahin noch alles so entsteht. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Und dann ist es bald Zeit fürs Finale. Also nicht der 100. Part ist nicht der letzte. Wir haben, wie gesagt, wir müssen noch den Wither-Blatt machen. Wir müssen noch den Enderdrachen-Blatt machen. Und das Ei als Trophäe uns irgendwo hinstellen. Ey, genau, vielleicht baue ich noch, da baue ich auch noch im Creative-Modus. Müssen wir gleich aufschreiben. Im Creative-Modus einen Podest bauen. Einen Ort bauen, wo man das Enderdrachen-Ei besichtigen kann. Genau, das muss man auch noch machen. Aber an sich sieht das schon schick aus, ey. Ich freue mich schon, wenn ich euch die Baumhausstadt mal richtig zeigen kann. Ach, geil. Einfach nur geil. Also, bis zum nächsten Part von Minecraft Wii U Edition.